Es geht endlich los. Die neue Staffel Promi Big Brother geht in die nächste Runde. Nun gibt es bereits die ersten Szenen. In dieser Staffel wird es knallen. Das wissen die Fans spätestens seitdem bekannt wurde, dass neben Peter Klein auch seine Ex Iris in den TV-Container zieht. Die beiden trennten sich nach 20 Jahren Ehe mit einem Knall. Denn Iris glaubt, ihr Ex habe sie mit Blondine Yvonne Wölkel betrogen, als beide als Begleitpersonen beim Dschungelcamp 2023 dabei waren. Peter streitet dies aber bis heute ab. Auf einen gemeinsamen Nenner kommen die beiden auch jetzt nicht. Nun sind sie das erste Mal seit der Trennung in einer gemeinsamen Show. Wie Bild berichtet, sind die Stars bereits am Wochenende in den TV-Knast eingezogen. Und Peter sorgt jetzt schon für Wirbel. Peter Klein spricht über seine Ex. In den ersten Szenen, die im Internet kursieren, sitzen Peter Klein und Patricia Blanco in einer kleinen Runde und sprechen offen über die Trennung des Paares. Peter behauptet, er habe versucht, ein klärendes Gespräch mit Iris zu führen. Aber es gehören, wie gesagt, immer zwei dazu. Ich kann immer mal wieder ein Gespräch anbieten, aber wenn es nicht angenommen wird, dann ist es halt Sonntag, der 56-Jährige. Außerdem erklärt er gegenüber Patricia, vor kurzem war jetzt wieder eine Sache, wo ich gesagt habe, komm, wir klären das oder probieren das friedlich zu klären wegen der Scheidung, dass es relativ zügig durchgeht. Ich wurde einfach ignoriert. Seine Mitbewohnerin rätselt, ob Iris ihn vielleicht noch liebt. Doch das ist Peter komplett egal. Eine Scheidung wird trotzdem stattfinden. Was wohl Iris zu diesen Worten sagen wird? In den letzten Monaten ließen die beiden kein gutes Haar aneinander. Und so gehen die Fans davon aus, dass es zu einem Riesenknall in der Show kommt. Ganz anders als Yvonne Wölke. Die will wissen, wie Peter reagieren wird. Besonnen, ruhig und freundlich. Die beiden haben 20 Jahre ihr Leben geteilt. Peter ist ein respektvoller Mann und lässt sich nicht provozieren. Er wird einfach Peter sein, er kann gar nicht anders, sagt sie im Gespräch mit Bild. Man darf gespannt sein, ob sie wirklich recht behält.